Hallo und willkommen. Ja, heute wollen wir mal Ökostrom in Minecraft herstellen. Also Strom aus erneuerbaren Energien wie diesen Wald hier. So, das ist ein Vanilla-Wald. So wie ihr ihn kennt. Ein Baumstamm neben den anderen. Ganz dicht beieinander. Man pflanzt ihn einfach mit den Setzlingen an, die man da rauskriegt, wenn man die spaltet. Die Stämme kommen dann hier in einen ganz normalen Trichtersystem hier, wie das vom Vanilla Minecraft ist. Ich habe hier Iron Furnace benutzt, weil die einfach schneller brennen und ja, auch weniger Charcoal verbrauchen, die ich hier drin habe. Also die wird von der Seite reingefüllt. Das ist ganz normales Vanilla-Style. So, und hier kommt Charcoal raus. Was machen wir mit der Charcoal? Ja, das ist erstmal. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Kisten von, um überhaupt zu starten mit dem, was ich euch hier zeigen möchte. Also ihr müsst am Anfang, wenn ihr in einer Welt spawnt, euch hier mal so einen kleinen Wald anlegen hier. Und sobald der Wald gewachsen ist, abernten, rein in den Ofen, verbrennen, Charcoal draus machen. Kistenweise, so weiß nicht, 6, 7 Vanillakisten, Doppelchest, werden da schon reichen. Und zum Starten können wir hier einfach so ein Terminal Expansion Steam Dynamo nehmen. Ihr seht, da läuft, wenn ihr mal Weiler oben guckt, läuft immer mal so ein bisschen, kleines bisschen Strom raus. Da unten ist ein Aqueous-Akkumulator, der das Wasser für die Steam Dynamo erzeugt, also reinpumpt hier. Und die Steam wird dann im Prinzip durch diese Kohle erzeugt. Und damit wird dann RF erzeugt. So viel wie ich weiß, erzeugen die 80 RF pro Tick. 80 RF pro Tick, das entspricht 8 MJ pro Tick. Ja, ist noch nicht so recht viel, aber man kann damit schon etwas betreiben. Wer dann die Setzlinge zu viele hat, der kann auch noch von Mine Factory Reloaded hier so einen Bioreaktor hinstellen. Da haut man die Setzlinge rein, bekommt hier Biofüll. Und Biofüll wird dann hier in einem Biofüllgenerator verbrannt. Der erzeugt 160 RF pro Tick, also fast das Doppelte wie dieses Ding. Und man hat im Prinzip die Charcoal verbraucht und die Setzlinge. So, jetzt sind wir hier bei einem Logistik-Pipe-System, habe ich aufgebaut, weil ja, ich brauchte unbedingt was, wo ich das Zeug speichere. Deep Storage, da haben wir schon Setzlinge drinne. Hier haben wir die Äpfel drin und hier haben wir die Dings drin. Ich mache mal ein bisschen helle kurz. Ja, die übrigen Dings. Deep Storage deswegen, da kann man so viel reinschmeißen, wie man will. Aber eben nur ein einziges Item. Also man muss jedes Ding ein Item bauen. Und hier haben wir das Logistik-Pipe-System. Was ich hier aufgebaut habe, ist eine Baumfarm von Mine Factory Reloaded. Ein Harvester und unten drunter in der Mitte ein Planter und alles mit einem Silber Upgrade plus 6, damit wir hier ein Farm bekommen von 15 mal 15 Blöcke. Da in der Mitte hätte ich noch eine Erde reinsetzen können, dann könnte da auch noch ein Baum wachsen. Ja, das dürfte erstmal für den Anfang ausreichen. So, und da man hier habe ich denn mit Logistik-Pipe-System an das angeschlossen, womit wir eigentlich Strom erzeugen wollen. Also das ist nur das, was Strom verbraucht. Aber damit erzeugen wir die nachwachsenden Energiestoffe, also Setzlinge und Baumstämme. Ich weiß nicht, ob man die Blätter auch, da kann man nämlich hier im Harvester auch noch Sheer Leaves einstellen. Man bekommt auch noch ein Nebenprodukt Sludge, habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt. Das kann man dann auch noch in Peat umwandeln und so weiter. Also in Forestry Peat oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich jetzt nicht. Egal. Was man nachher hier auch hier drinnen verbrennen kann. Die einfachste Möglichkeit, alle Baumstämme landen hier in einem Steamofen und werden hier zu Charcoal verbrannt. Man braucht aber erstmal die Steam aus dem Steam Boiler und mit dem Vanilla Hopper kloppt man das hier unten einfach rein und das bleibt hier unten gefüllt. Der Steam Boiler, der Steam Ofen,
knallt so viel Zeug durch, dass man irgendwann auch noch einen Überschuss von Charcoal produzieren könnte, wenn man das da will. Muss man aber nicht. Ja. Der ist noch nicht ganz aufgeheizt hier, der liegt bei 489 Grad, da geht bis 1000 Grad hoch. Und dann ja, werden diese Steam-Maschinen hier, die hier ringsherum angebaut sind, voll gepowert. Brennzeit, Lava-Bucket. Ja, Lava-Bucket. Lava wird in einen Solid-Füllt-Boiler gemacht, also in einem Feststoffkochen. Es gibt da drüben nämlich auch noch den Liquid, den zeige ich euch später, wo man die Flüssigkeiten verbrennen kann. Dann haben wir hier Lava Bucket, brennt 1000 Ticks, eine Charcoal 1600 Ticks, das Forest Repeat, was ich gesagt habe, was man aus dem Sludge per Zufall irgendwie rauskriegt, in einem Sludge Boiler. Da bekommt natürlich nicht nur Peat raus, sondern da bekommt man alles Mögliche raus. Dann die Kohle 3200 und die die Coke Coal aus Raycraft bekommt man 6400 X. Die Coke Coal stellt man natürlich in einen so einen Coke Ofen her. Das ist ein Multi-Block von Raycraft. Ich baue den mal ganz schnell auf. Da muss man einen in der Mitte, glaube ich, freilassen, wenn ich richtig bin. Genau. So, und dann bekommt man hier natürlich, hier schmeißt man ganz normale Kohle rein vom Vanillakohle. Und dann bekommt man hier diese Coke-Kohle. Als Nebenprodukt bekommt man hier eine Flüssigkeit, die nennt sich Creosotöl. Und da sind wir schon beim Liquid Filled Firebox Boiler. Da kann man zum Beispiel das Creosotöl verbraten wieder und bekommt dort 4800 Ticks, brennt das Zeug durch pro Millibucket, glaube ich, oder so ähnlich. Jedenfalls, die packen wir mal weg, brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir den Forestry Biofill ist Biomasse. Haben wir hier im Grün. Wie es hergestellt wird, zeige ich euch nachher mal kurz. Dann gibt es B den Buildcraft-Fuel. Buildcraft-Fuel ist das. So ein gelbes Gelumpe. Kriegt man aus dem Öl, was überall in der Welt irgendwo so als Ölquellen rumspawnt, kann man dann abpumpen durch eine Raffinerie hier jahren und bekommt dann dieses Fuel von Buildcraft raus. Das ist der Weg, wie man von ja in Buildcraft mit Buildcraft-Technik eine Raycraft Firebox befeuert. So, als nächstes, das ist der Weg zum Forestry-Kram. Ich muss mal hier mal die Slimes mal ein bisschen entsorgen hier. Die sind hier in der Flatworld immer nervend. Beginnen tun wir mit, hier habe ich das vergessen. Hier kommt rein entweder Potatoes können wir da reinpacken. Potatoes, entweder auch Karotten. Also das, was man aus ganz normal Vanilla kennt. Hier ist in dem Modpack ist auch noch Pems Harvestcraft installiert, also kann man da auch noch einige Sachen von Pems Harvestcraft reinpacken. Welche, das muss man dann rausfinden, dann bekommt man so eine Veggie Juice, ja, vegetarische Soße. Die pumpt man in einen Fermenter hier drüben rein, bekommt man natürlich durch dieses Zeug etwas mehr raus. Kompost ist nichts weiter als wie 4 Dirt und 4 mal Wheat. Wie kann man ja in so eine komische Farm wie die Forestry Farm da auch, wie die Mine Factory Reloaded Farm kann man die auch erzeugen. Ist alles kein Problem. Man kann auch noch Fruit Juice hier reinpumpen. Da haben wir hier dann auch noch die Äpfel. Die kann man in so einen Squeezer auch zu Fruit Juice machen. Das ist dann ein grünes Glumpe, also so eine grüne Flüssigkeit. Die kann man auch hier durch den Fermenter jagen, bekommt man genauso viel. Die sind natürlich jetzt im Moment hier nicht mit Strom gepowert, wie ihr seht, über die Dings.
Deswegen, das ist hier alles Kreativmodus, aber normalerweise muss man die mit diesem Strom powern, den man in diesem Boiler da erzeugt. So, und das Zeug kann man durch eine Refinery vom Buildcraft jagen, bekommt man Ethanol. Oder man schickt die durch eine Still von, habe ich jetzt hier nicht aufgebaut, Moment, eine Still, das ist die von Forestry, sieht dann so aus, da bekommt man, kommt hier die grüne Masse rein, also die sogenannte Biomasse. Und auf der linken Seite, auf der rechten Seite bekommt man das Ethanol raus. Man kann sie natürlich dann auch andersrum hinstellen, dann hat man dann kommt das hier genau auf der richtigen Seite raus. Kann man mit diesen NIO Pressured Fluid Conduits abpumpen. Da braucht man kein Redstone-Signal, die kann man hier einfach einstellen, ohne Redstone-Mode always active. Extract einstellen, kommt dort rausgezogen, da reingepumpt, fertig. Kein Strom nötig, nix. So, hier habe ich die Dinger mal mit Schalter versehen, weil man kann nämlich Biofüll hier in diesen Steamboiler reinpumpen. Da habe ich jetzt den Füll von vom Buildcraft drin. Und hier habe ich Tank Ethanol drin. Das Ethanol könnte man auch da reinpumpen. Ethanol ist von Forestry. Biofüll ist von Buildcraft. Ja, alles querbeet. So. Dann kommen wir zu den erzeugenden. Wir haben jetzt einmal in einem Solid Fluid Boiler Firebox haben wir mal Boiler. Haben wir Steam erzeugt und wir haben in einem Flüssigkeitsding Steam erzeugt. Hier ist Steam drin. Und jetzt kommen wir dazu, was man mit diesem Steam alles machen kann, um Strom zu erzeugen. Also als erstes, was man Steam machen kann, ist so einen komischen Ofen betreiben hier, um Charcoal herzustellen, damit der Steam-Boiler weiterhin läuft. Die Boiler müssen natürlich mit einem Aquarius-Akkumulator ständig unter Wasser gehalten werden. Also wenn das Wasser hier ausgeht, geht das Ding hoch wie eine Bombe. Und im Umkreis von, ich weiß nicht, 5 Blöcken ist, glaube ich, alles weg. Also die explodieren dann. Dann sind auch aber auch eure Maschinen hier, die ihr hier angebaut habt, alles kaputt. So. Die Steam Dynamos hatte ich euch ja schon vorgestellt, da ganz vorne. Kann man mit Kohle befeuern und mit Wasser. Hier pumpe ich direkt Steam rein und da laufen die Dinger auch. Da braucht man dann natürlich kein Wasser reinpumpen. Die braucht man dann nur mit Steam befüllen und die erzeugen auch keine Kohle rein. Die laufen dann trotzdem und erzeugen RF 80 RF pro Tick. Verbrauchen 20 Millibucket pro Tick an Steam. Dürfte für diesen Boiler ausreichen. Also da sind da fast 1 Million drin. Aber ja, etwas über 1 Million drin. So, das ist. Die sind etwas heikel. Diese Maschinen sind die Industrial Steam Engines von Raycraft. Die erzeugen aber nur MJ. 8 MJ pro Tick. Eigentlich die Maschine, die man einfach nicht mehr braucht. Die erzeugen eigentlich genauso viel wie die, nur dass sie kein RF, sondern MJ erzeugen und mit einem Redstone-Signal überhaupt erstmal aktiviert werden müssen, damit sie laufen. Ich habe die hier mit NIOs Redstone-Signal und auch diese Enhanced Energy Conduits benutzt, also man gibt auch noch bessere Conduits hierfür. Die verbinden sich natürlich dann mit der RF und wird daraus, die transportieren normalerweise auch RF. Die wandeln einfach diesen MJ in RF um und dann packen sie es in die komische Leitung hier vom Terminal Expansion mit rein und dann ist das kein Problem. So, jetzt sind wir bei den Maschinen, die hier 160 RF, also das Doppelte wie die Steam Dynamos hier, wie diese Maschinen bezeugen. Die sind von MyFactory geläutet, sind eigentlich recht neu. Ich kenne die eigentlich noch nicht, aber sie sind recht neu. Ich muss noch mal Licht machen. Die erzeugen 160 RF pro Tick und das ist eigentlich meine Favoritmaschine, die man an die Steam-Maschine anbauen kann. Wie ihr seht, hier Steam drin und da kommt ein bisschen Strom raus. Ein bisschen ist gut. Und man kann sie hier einfach so dran klatschen.
wird nichts gerendert, wie dies hier bei denen wird ja alles noch bewegt und so weiter. Das ist, muss ja nicht sein. Die sind einfach Blöcke, die Strom erzeugen. Alles angeschlossen mit Kabeln hier dran, bloß um so eine Farm zu betreiben. Oder eben so eine Raffinerie oder auch hier eine Still, ein Fermenter, ein Squeezer, was auch immer. Alles, was mit RF betrieben werden kann. Auch die Ender-IO-Maschinen hier, die drei, kann man betreiben damit. Und jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil von diesen Kabeln. Mechanismen, Kabeln. Es gibt auch noch andere Kabel von Mechanismen, insgesamt 4 Stück. Das hier sind die drittguten, also nicht die ganz guten, sondern die etwas schlechteren, aber das reicht völlig aus. Die sind nicht so teuer. Die ganz guten sind recht teuer. Und jetzt kommt der Clou. Wir erzeugen über diese Sachen nur RF. Kein MJ, kein EU, nix. So, auch kein Joule vom Mechanismen, nix. Wir schließen einfach eine Mechanismenkabel an, so ein Terminal Expansion Kabel an, verbindet sich, sieht man hier. Und das Grüne zeigt an, dass da Strom drauf ist. So, jetzt haben wir Mechanismengeräte angeschlossen. Wir haben hier NIO-Geräte angeschlossen. Und was ist das? Industrial Craft Maschinen, die laufen auch mit RF, aber eben über Mechanismenpipes, Kabel. Und so fett wie das klingt, sogar Gregtech Maschinen kann man damit betreiben. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Herr Greg Gregorius T. das aus den Dings rausnimmt. Ich habe hier aus Versehen sogar zwei dieselben Maschinen gestellt, ist egal. So, Mechanismen wandelt in EU um, wandelt in MJ um, wandelt in Joule um für Mechanismen. Alles kann man mit RF betreiben. Und das ist Ökostrom. Erzeugt durch Bäume, Setzlinge, Kartoffeln, Wheat, also Weizen, Karotten, Äpfel. Ja, und alles, was eigentlich fast alles, was im Pabst Harvest Craft vorkommt, kann man damit auch benutzen. Und ja, das ist eigentlich Ökostrom. Und die Dinger hier kann man natürlich nicht bloß einen hinstellen, sondern 10 Stück hinstellen. Und ich weiß nicht, wie viele Blöcke man da drumherum bauen kann, bis das da drinnen mal die Steam runtergeht. Also ihr seht ja hier, das kriegt da fast nicht alle. Und das Ding ist noch nicht mal voll aufgeheizt. Ich habe es noch nicht getestet. Ich glaube, man kann alles Ding ringsrum zukleistern mit diesen Blöcken. Und dann kann man hier richtig fett Energie erzeugen. Das ist für mich Ökostrom, da Bäume immer wieder nachwachsen. Und ja. Und auch Wheat und also Weizen und Karotten und Kartoffeln und so ein Kram wächst alles wieder nach. Übrigens, Sugar Canes kann man da auch benutzen. Da kann man hier auch die in Fermenter reinknallen, da kann man statt den Weizen auch Sugarcanes reinknallen. Dann passiert im Prinzip genauso dasselbe, da wird auch Biomasse draus erzeugt. Und ja, fette Energieerzeugung. Sieht alles ein bisschen spektakulär aus, ist aber eigentlich recht billig herzustellen. Und ja, wer eine Weile spielt, ihr müsst natürlich erstmal ganz schön farmen gehen. Und der erste Schritt ist halt hier eine ganz normale Vanilla-Baumfarm. Und die stellt er einfach hin, indem er einfach Setzlinge einfach so aneinander in Reihe stellt. Und wenn er da eine Weile wartet, steht das so ein langer Wald. So, damit habe ich euch mal ein bisschen Energieerzeugung vorgestellt. In diesem Modpack ist auch noch Big Reactors drin. Ja, Big Reactors ist nichts weiter als wie Atomkraft. Und man hat dann eine verseuchte Umwelt mit Atommüll. So, und damit das nicht passiert, haben wir ja erneuerbare Energien. Und wie ihr seht, die Bäume, die wachsen wie dumm. Man kann die Baumfarm auch kleiner machen. Bei 9x9 reicht das eigentlich auch aus, um einen so einen Boiler zu betreiben.
Ja, ich habe das einfach richtig groß gebaut. Man kann es auch noch größer bauen, aber da braucht man sehr viel Energie. Bei der Harvester pro Block abbauen braucht er hier Energie. Und ja, ich erzeuge mittlerweile so viel Energie, dass der kleine Harvester da nicht genug, nicht mehr stocken muss. Aber am Anfang ist das eben ganz schön schwach. Man kann eben mit dieser Maschine hier zum Beispiel so einen Harvester und einen Planter betreiben, vielleicht auch zwei oder drei. Aber dann ist mit dieser Maschine hier schon alle, weil die nur 10 RF pro Tick erzeugt. Das nicht RF, 10, 100 RF pro Tick. Also 10 MJ. Und die erzeugt 8 MJ bzw. 80 RF. Ist ja fast dasselbe, RF und MJ. Und ja, hier so ein, das Gebilde hier wandelt einfach MJ in RF um, weil diese Maschinen erzeugen MJ und kein RF, sondern und die Conduits von NaO wandeln die einfach in RF um. Und hier wird alles mit RF betrieben. Ja, und die Mechanismenkabel, die wandeln einfach alles um in ja, Joule, MJ, RF und EU. Und ihr könnt damit alles betreiben, was so in dem Modpack vorhanden ist. Ja. Mal sehen, wie lange das noch geht, weil ich denke mal, der Modpack-Autor, der wird da wieder dran rumschrauben. Besonders wenn er dann mal wieder mein Video gesehen hat. Es ist wieder alles nur Cheaten. Man kann EU-Geräte mit MJ, mit RF betreiben und ja. Beim letzten Mal habe ich gezeigt, wie man Strom erzeugen kann mit Wind, mit Wasserkraft. Und kaum hatte ich da Wasserkraft, hat der Mod-Autor wahrscheinlich diesen Modpack-Autor dieses Video gesehen oder was auch immer. Und ja, man kann auf einmal keine, jedenfalls nicht mehr so billig, Wasserkraftwerke herstellen für EU-Erzeugung. Und darum habe ich das jetzt mit RF gemacht. Und über Mechanismen kann man auch EU-Geräte mit RF betreiben und auch die Mechanismengeräte. Ich erzeuge nur noch RF. So, und damit viel Spaß und Tschüss.